Hallo, hier ist wieder euer Gotti und heute zeige ich euch wieder ein Gerät, eine Maschine von Gym 80. Und wir sind hier nicht im McFit. McFit hat allerdings eine ganze Menge, die sind nämlich auch serienmäßig, werden die ausgestattet von Gym 80. Und der Anlass dafür, dass ich dieses Gerät euch jetzt einmal zeige, ist, dass es den Exotik-Faktor ein wenig eingebüßt hat, denn ich habe es vor kurzem zum ersten Mal auch im McFit gesehen. Hier sind wir im 5-Star-Fitness. Da habe ich diese Maschine zum ersten Mal entdeckt von Gym 80, aber jetzt auch im heimischen McFit gesehen. Und falls ihr auch das Glück habt, diese Rudermaschine für den Rücken bei euch zu finden, probiert sie aus. Allerdings dachte ich, ich erkläre dazu ein wenig was, denn ist gar nicht so selbstverständlich, wie man damit arbeiten kann oder das meiste rausholen. Und das machen wir jetzt. Also, es ist eine sehr rudimentär rustikale Maschine. Was ist daran so rudimentär und rustikal? Es ist keine großartig komplexe Winkelwirkung, keine vielen Dinge, die sich drehen und wenden und sonst was. Das Gewicht wirkt sehr direkt, keine zwei Flaschenzüge oder sonst was. Das, was ihr draufpackt, ist auch das, was ihr in der Peak Contraction tatsächlich an Gewicht hebt. Sogar noch ein bisschen mehr, denn die Stangen, die ihr mithebt, die wiegen einiges. Guckt euch diese Dinger an. Also, ihr habt so ziemlich ein direktes Gewicht drauf. Das heißt, diese Übung, diese Maschine kommt sehr nah an freies Gewichtstraining ran, freies Hanteltraining. Wenn ihr also auf einer normalen Bank liegt und mit Kurzhanteln das Ganze macht oder mit einer Langhantel, auch das kennt ihr. Viele begehren das mal, dass sie mal diese Übung endlich finden in irgendeinem Fitnessstudio, wo man sie einfach nur auf die Brust legt, die Bank ist etwas höher und dann eine Langhantel unten nach oben zieht. Hammerübung kann ich nur empfehlen. Man kann sich richtig gut darauf konzentrieren, hat auch noch Brustpolster dann davor, im Gegensatz zu anderen Ruderübungen wie Rudern am Seil, Kabel, das ist der Klassiker, oder Rudern auch im Stehen, wodurch man den Winkel von seinem Rücken natürlich ein bisschen ändert. Man ist ja nie genau 90 Grad nach unten und dann geht das auch oft böse für den unteren Rücken aus. Hier nicht. Der untere Rücken ist richtig fein raus. Und das ist das Tolle, auch hier. Es gibt nur das Polster, man legt sich drauf und dann ab dann. Und das Schöne ist auch, und das ist auch das rustikale Simple daran, es gibt nur ganz wenig Einstellungsmöglichkeiten, aber eine ganze Menge Möglichkeiten, wie ihr mit eurem Körper euch in diese Maschine reinfinden könnt. Dafür brauchen wir gar nicht so viel Schrauben und Versetzungen und Drehen und sonst irgendetwas. Ihr könnt eigentlich nur hier die Höhe einstellen und das war's schon. Und die Höhe entscheidet eigentlich mehr über den direkten Winkel beim Rudern. Also das hier mal liegend vorstellen. Ob ihr jetzt mehr so zieht oder mehr schräg nach oben zieht. Umso weiter ihr das nämlich hier nach oben setzt, könnt ihr euch ja vorstellen, wird es auch schwer, das hier zu greifen. Und ihr seht, ich bin jetzt in einer schrägen und ziehe mehr hoch, mehr zum Trapez, mehr zum Nacken. Wenn ich es ganz richtig weit nach unten tue, dann habe ich schon fast einen 90-Grad-Winkel dazu und es geht mehr auf die Mitte des Rückens. Hammer! Und der Rest ist, wie ihr euren Körper positioniert. Ihr seht, es gibt auch kein Trittbrett oder sonst was. Macht ihr das immer hier und seid damit an der oberen Brust. Oder geht ihr hier mit dem Solarplexus schon über das Polster rauf. Ihr könnt entscheiden, wo es sich am besten anfühlt und wie ihr das macht. Außerdem habt ihr eine ganze Menge Griffvariationen. Und ich glaube, dazu schauen wir uns das jetzt mal gleich näher an in der Nahaufnahme. Fühlt euch in diese Maschine rein. Ich habe es schon einmal erwähnt bei anderen Übungen, es gibt ein sogenanntes Reinfühlen bei jeder neuen Übung und vor allem bei neuen Maschinen. Unterschätzt das nicht. Wer sich in eine Übung reinfühlt und es wirklich geschafft hat, sich diese Maschine so anzueignen, dass sie optimal den Muskel trifft, der wird über die nächsten Wochen, Monate und Jahre, die er sie benutzt, viel größere Erfolge erzielen. Diejenigen, die direkt mit viel Gewicht rangehen, das gar nicht richtig spüren, die nicht. Außerdem verpasst ihr vielleicht zu entdecken, dass ihr perfekt auf eine Maschine reagiert. Oder ihr verpasst es zu entdecken, dass ihr gar nicht darauf reagiert. Das ist nämlich so eine Sache mit dem Einfühlen. Ich möchte nicht immer wieder zu lang darüber sprechen, vielleicht gibt es mal ein eigenes Video dazu. Wenn ihr euch da reinfühlt, heißt das erstmal mit wenig Gewicht anfangen. Gucken, dass ihr da einen Pump reinbekommt. Ein bisschen spielen. Wo muss die Schulter hin? Wo muss ich meinen Körper platzieren? Wie weit ziehe ich das Ganze zurück? Und so weiter. Ruhig 3, 4, 5 Sätze. Und vielleicht auch immer den ersten Satz am Anfang einer Übung, selbst wenn ihr die schon 100-mal gemacht habt, auch da reinfühlen. Denn wenn ihr gerade vom Latzug kommt, dann ist das nun mal etwas anderes. Da ist es gar nicht mal so schlecht, wenn ihr nicht direkt mit 6 Wiederholungen und maximalem Gewicht anfangt. Nein, mit kleinem Gewicht. Gott, warum schwitze ich denn hier so?
So, bei dieser Übung werde ich euch jetzt einmal grob zeigen, wie ich sie am liebsten mag. Aber ihr habt ganz viele Griffvarianten. Ihr habt hier zum einen die enge Griffvariante. Da könnt ihr das enge Rudern dran machen. Kennt ihr auch von Maschinen. Hier fast eine direkte Übersetzung, also ähnlich wie mit Kurzhanteln. Dann habt ihr hier eine schräge, ziemlich weit unten Griffmöglichkeit. Die nicht so verdreht greifen, würde ich euch empfehlen. Dafür ist sie eigentlich nicht da, sondern mit dem Untergriff. Hiergegen. Und jetzt kommt etwas ganz Besonderes. Es fühlt sich seltsam an am Anfang. Macht ihr es mit wenig Gewicht, könnt ihr euch aber reinfühlen. Und dann merkt ihr, wie toll hier die Lat-Aktivierung auch ist. Im ersten Teil und dann der Nacken auch gut mitarbeitet. Es ist seltsam, aber es hat was. Und mein Lieblingsgriff ist der ganz normale Straight-Griff hier, relativ breit bis ans äußere Ende. Schulterblätter zusammenziehen, strecken, zusammen hoch und ich kriege einen Mörderpump genau in den mittleren Teil des Rückens, also in den wuchtigen Teil, der euch die Tiefe vom Rücken auch gibt. Brutal. Mit keiner Maschine schaffe ich das so gut wie mit dieser. Wenn ihr die Maschine entdeckt, probiert sie aus. Probiert die verschiedenen Griffvarianten aus, probiert die verschiedenen Positionen aus, die ihr machen könnt. Auch ruhig mal hochstellen, denn das hier ist zwar auch meine Lieblingsstellung, wenn ich fast im 90-Grad-Winkel bin, aber so hat das auch mal was. Vor allem der obere Schultergürtel und der Trapez werden hier richtig gut mittrainiert. Ebenfalls super. Auch noch ein Plus, bisher noch nicht erwähnt, bei dieser Maschine ist ganz klar, dass sie unilateral ist. Heißt, ihr könnt ja auch mal ruhig einarmig arbeiten. Hier festhalten, dafür ist der Griff da übrigens. Ein Arm da dran, darauf konzentrieren und nur hier hochziehen. Das Schöne bei einarmigen Arbeiten ist, ihr habt ein bisschen mehr Range of Motion. Mache ich das mit beiden Armen, komme ich hier nicht drüber hinweg. Mache ich das mit einem Arm, kann ich auch ein bisschen in den letzten Wiederholungen mit reinziehen. Woher kennt ihr das? Richtig. Vom Kurzhantelrudern. Die zieht ihr hier zurück und könnt auch ein bisschen mit dem Körper mit. Am Anfang solltet ihr das vermeiden, aber hinterher, um das Letzte rauszuquetschen, Hammer! Probiert's aus, probiert's mal einarmig aus, auch das. Probiert's mit allen Griffen aus und dann könnt ihr euch auch vom Gewicht rantasten. Macht Spaß, mal nur 6 Wiederholungen mit hohem Gewicht, macht aber auch absolut Spaß, mal 20 Wiederholungen damit zu machen. Kann ich nur empfehlen. Und ich hoffe, ihr habt diese Maschine bei euch. So, wem das Video gefallen hat, bitte jetzt an dieser Stelle ein Like da lassen. Danke. Muss man nur da unten draufklicken, war gar nicht so schwer. Und wer noch mehr davon sehen möchte und von mir, hier auf den Abonnieren-Button drücken. Also nicht da, also da. Und dann verpasst ihr auch kein Video mehr und schaut euch mal auf dem Kanal um nach den anderen Videos. Und natürlich viel fleißig Kommentare schreiben. Nicht nur gut für mich und den Kanal, auch gut für euch. Denn wenn ich da Kommentare sehe, andere Maschinen erklärt, Fragen, kann ich die auch beantworten und vielleicht ein Video daraus machen. Das war's von mir. Macht's gut. Bis bald. Euer Gotti. Ciao.